Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. Und ich frag mich gerade, was das da hinten ist. Egal. Warum fängt jetzt meine Nase schon wieder an zu kribbeln? Das nervt. Naja. Ja, ans allgemeine Netz anschließen würde ich das hier gerne. So, dafür kommt hier erstmal ein Strommast hin. Du kommst daran, du kommst daran, du kommst daran. Dann von dir aus hier runter. Und das kommt dann ans allgemeine Netz. Boden zu steil. Zu vergessen. Und ich kann mir vorstellen, das, was da hinten rumliegt, ist Kohle. So, Stromkabel schön knapp über dem Boden, so wie es sich gehört. Nein, nein, Brand. Okay, jetzt verbinde ich die beiden halt durch den Boden. Mein Gott. Und schon geht's hier los. Der baut ab und bringt Eisenerz ran und die schmelzen das Ganze dann. Das heißt, hier kann ich ein Lager für Eisenerz draus machen. Und so werde ich das Ganze nämlich einfach machen. Und zwar kommen hier jetzt Lagercontainer hin. Für dich brauche ich halt noch keinen, theoretisch. Keinen Fusionator, aber ich baue trotzdem hier schon mal einen hin. Das Ganze geht dann da rein. Und du dorthin. In der Stufe 2 kommt hier schon mal hin. Man sieht auch, hier hat man nur kleine Wände. Hier sind die Wände schon etwas höher, weil die Einheiten halt schneller laufen. Hier sind die Zwischenlamellen gerade. Hier sind sie so geschwungen. Jetzt merkt man noch mal den Unterschied, wenn man hier drauf steht, im Vergleich zu dem hier. Und deswegen ist es von Vorteil, wenn man auf den schnellen Förderbändern läuft. Oder generell immer in Transportrichtung der Förderbänder. Und ich muss euch noch hier auf Eisenbahnen einstellen. Rein theoretisch könnte ich jetzt die beiden hier auch hier hin. Und dann haben wir nämlich die ersten vier Stück. Die müsste ich halt mal antreiben mit Eisen. Was hier reingeht und dann ist die Idee der Transport. Ganze von hier über einen Lift nach
unten und von hier aus dort dann hinein. Und so fängt er hier an, auch noch mal mit zu lagern. Okay, der hat halt jetzt keinen Strom. Jetzt fängt er hier an zu lagern. Mal hier hoch. Hier wird jetzt sich natürlich nicht viel tun. Aber jetzt können wir halt hier hochklettern und hängen an der nächsten Leiter fest. Und noch wundervoll. Dahin. Perfekt. Und von hier aus könnte der Transporter jetzt abholen und zur nächsten Stelle bringen, wo wir es brauchen. Sprich, dort hinten, wo wir Schrauben herstellen. Aber die zweite LKW-Station. Ah, fehlt uns Kabel. Scheiße. Kabel fehlend ist schlecht. Aber wir haben ja hier oben unsere Grundproduktion. Nebenbei schaue ich mich ein bisschen um. Sieht so aus wie so ein kleiner Erdrutsch. Und da ist noch so eine Elektroschnecke. Jetzt haben wir uns erstmal noch ein paar Kabel. Und generell ein paar Baumaterialien. Hier wird noch nichts drin sein. Ja, Schrauben kommen halt nicht so an, wie wir ankommen sollten. Und das Ganze machen wir halt jetzt für Eisen und Kupfer, damit wir uns hier unten schon mal alles herstellen können, zumindest per Hand, was wir brauchen. Es wird schon wieder Nacht. Nur gut, dass hier nicht noch mehr Monster kommen, wenn es Nacht wird. Nicht so wie in Minecraft.
hätten wir ein Problem. So. Noch eine LKW-Station. Ich weiß halt nicht, wie schnell so ein LKW fahren kann. Weil eigentlich müsste ich sagen, ich baue die hier hinten nochmal ab. Ja, weg. Kupfer normal, also auf 60 Einheiten. Aber hier kann ich ja noch nichts abfacken. Problem ist, ich habe ja doch keine Elektroschnecke dabei oder sowas, dass ich einen übertakten kann. Aber das kann ich schon mal einbauen. Baue ich es einfach hier ein. So, Fusionator. Und dort ein Splitter. Und dann hier nochmal ein Splitter. Das heißt, hier teilt er auf 30-30, hier teilt er dann auf 15%, also 25% trennt er ab. Das heißt, wenn ich den hier dann um 25% beschleunige, kann ich mir ein bisschen Kohle abpacken, ohne dass es Probleme geben sollte. Ich noch schon mal hier hin. So, LKW-Station. Nur zur Sicherheit, kommt er hier an? Kann hier schon mal einen Schlepper genau hier hinsetzen. Kommt er hier an? Und soll hier wieder abfahren können. So, wie ist denn das jetzt, wenn hier die Kohle ankommt? Geht die hier ins Lager oder in den Treibstofftank? Geht gar nicht rein. Warte mal, wenn ich die mit sage, unload. Oder geht hier keine Kohle? Doch, Kohle geht. Cool. Ja, okay. Hey, was hier? Und natürlich Strom und dann nimmt er hier auch Kohle auf. Ich habe jetzt noch mal den Stapel voll gemacht, damit hier die Kohle wieder
durchfließt und wir nicht hier dann Kapazitätsprobleme kriegen. So, du sollst die beladen. Maximale Transferrate. Paar Billionen? Warte mal, Tausender, Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, 9 Trillionen Stapel pro Sekunde Transferrate. Aha. So, und wenn ich jetzt einfach mal sage. Obwohl, das brauche ich ja gar nicht. So, Aufnahmemenü. Aufnahme starten. So, sollst hier rüberfahren. Dann hier rum. Mal jetzt einfach nur mal irgendeinen Kreislauf. So, und von hier soll es wieder angefahren kommen. Aufnahme der Route abgeschlossen. Und hier hat er jetzt einen Ladepunkt. So. Route speichern. Test. So, dann würde ich jetzt gerne ins Aufnahmemenü. So, wir haben hier unsere Testroute. Da ist eine Doggingstation, Fahrt laden. Wie gehe ich jetzt in den Autopiloten? Route ein ausblenden, Route speichern. Ah, hier, Autopilot aktivieren. Ah, okay. Ich darf nicht drin sitzen. So, ein bisschen Treibstoff gebe ich dem mal. Und jetzt fährt er da rum. Jetzt halt die Frage, wenn der hier ankommt, müsste die Station dem ja eigentlich Kohle geben. Ja, der hält hier kurz an, kriegt seine Fracht. Und fährt wieder weiter. Wie viel hat er jetzt bekommen? Nicht umkippen. Also der ist jetzt wieder voll mit Kohle. Autopilot ist deaktiviert. Aber der lädt hier nichts rein. Oh Leute, der hat sogar eine integrierte Werkbank. Das ist cool. Kann ich sogar Sachen löschen. Okay, heißer Werkbank. Jetzt halt nur die Frage, wie mache ich es, dass der hier nicht nur die Kohle hier reinpackt, sondern auch hier rein. Da sind das die Slots. So, hier müsste jetzt gleich Kohle langkommen, genau. Ah. Gut, Treibstoff.
Dort steht auch dran, also Treibstoff, Lager rein, Lager raus. Die Förderbett ist zu steil, das hat doch vorher auch funktioniert. Gut, dann so. So, die Route ist jetzt hier permanent drin. Wenn ich jetzt hier einen Schlepper wieder baue. Warte mal, Aufnahmemenü öffnen, Route laden, Test, Fahrt laden und Autopilot aktivieren. Und ich gebe dem jetzt wieder einen Treibstoff rein. Dann fährt er automatisch zu der Strecke. Das ist gut. Haben wir doch wieder was gelernt. Und jetzt haben wir hier den Okay, das war jetzt doof. Wir brauchen erstmal so eine Schnecke. Sonst geht es uns hier. Ah, hier sieht man es schon, wo die Kohle mal nicht ankam. Da geht es gleich um 75 Megawatt immer mal runter. Strommast rangekommen. Und das Schöne ist, sobald wir die Elektroschnecke angeschlossen haben, kriegen wir auch, also haben wir nicht nur den Kohlebonus für den Treibstoff, sondern gleichzeitig für die Stahlproduktion. Mal gucken, wie es hier aussieht. Oh ja. Das sieht wundervoll aus. Also Schrauben haben wir hier unten vorerst genug. Das ist wundervoll. Und das alles nur von zwei Eisen pro Minute. Also, okay, theoretisch 60 Eisen pro Minute. Was ein normaler Miner hinkriegen würde. Also die Schraubenprobleme sollten damit offiziell vorbei sein. Jetzt ist nur noch die Frage, wie verwenden wir die ganzen Schrauben dann am Ende? Aber das Gute ist, sobald die beiden Container voll sind, staut er sich zurück zu den Schraubenfabriken. Von dort aus staut er sich zurück zu den Stahlstangenfabriken. Von dort aus zurück zu den Schmelzen und zu den Minern. Und dann ist da unten Ende. So, ich würde mir gerne diese zwei Elektroschnecken schnappen. Ich finde es auch schön, dass aus einer Schnecke einfach nur ein Energiefragment gemacht wird und nicht irgendwie noch mit Stahl, Eisen, sonst sowas. Sprungflächen könnten wir natürlich auch einfach mal machen. Weißt du was? Mache ich auch.
Wir produzieren hier hinten die Rotoren. Und viel zu wenig Schrauben. 1000 Stück behalte ich mal. Und schon können wir sehen, wie es hinten abgeht. Und dann der Meilenstein. Das rein, das rein, das rein. Es ist das erste Mal, dass ich Sprungflächen herstelle. Milestone reached. Several buildings aimed at factory traversal can now be accessed in the build menu. Caution is recommended during use of these products. Ah, hier sieht man sogar, wo man landet. Wie funktioniert das Ding jetzt? Nur mit Strom. Hui. Ja, da kann man den nicht einstellen. Aber das Landepad 200 Biomasse braucht. Das ist krass. So, jetzt haben wir 9 Stück. Theoretisch könnte ich die 8 Motoren mal damit durchschreddern. Aber wozu? Weil ich es nicht brauche, das Eisenerz weg. Aber den Rest brauche ich alles. Werde ich mal noch den Stick Kupferblech. Auffüllen. Das hinten dürfte doch auch. Ah, naja. Zumindest gut gefüllt. So, du machst mir die hier. Davon habe ich erstmal genug. Aber hiervon würde ich gerne den Stapel auffüllen. Und nochmal 500 Stück mitnehmen. Die Brüllnüsse packe ich auch mal noch schnell weg. Und dann schauen wir doch mal. Verbesserter Nahkampf. Ja, okay. Xenobasher ist schon gut. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, das einfach zu machen, damit wir Stufe 3 durch haben. Weil es kostet jetzt nicht viel. Aber der Frachter ist erst so eine Minute zurück. Na gut. Dann würde ich einfach mal sagen, noch mal kurz schauen. Ah, wo würde sich hier ein zentrales Großlager anbieten? Eigentlich dort. Dann gehen wir doch auch mal gleich in die Richtung. Ja, Schaden. Hast selber so Schaden.
Oh, hier ist auch so eine Elektroschnecke. Sehr gut. Gleich mitnehmen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir. Warte mal, E? Ja. Beim 4 Meter. Wenn das hier 4 Meter dicke sind. Also. So ein Block hier. Da muss ich ja 4 Meter groß sein. Ich bin so groß wie der Block. Okay, der ist ein Ticken höher, aber trotzdem. So, da hätte ich den gerne. Dann will ich mal noch das Ende der Folge gucken. Hat er die jetzt auf den Boden gestellt? Nein. Oh ja, komm hier. Ich hätte eigentlich gerne wieder. Na gut, finden wir schon noch raus. Ich bedanke mich erst einmal fürs Zuschauen. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich zur Kohle hinter. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.